Warte mal, sagen wir jetzt, bis Januar sind es, von April bis April sind ein Jahr, 12 Monate. Mai, Juni, Juli, Juli, August, September, Oktober. Oktober. 18 Monate ist das Cube Hybrid Race 625 Allroad in Gebrauch. Circa 19.000 Kilometer gefahren. In diesem Video schauen wir uns an, was alles defekt war, wie viel Verschleiß er hatte. Er hier, meine Enrico natürlich. Wie weit oder wie gut ist der Akku jetzt noch? Wie viel Kilometer kannst du in Turbo und in Öko fahren? Ich habe gesehen, du hast neue Umbauten. Und nach dem Video gibt es das Fazit mit Kaufempfehlung oder auch nicht. Wir sehen uns. So, als erstes, was ist kaputt gegangen? Die Vorderradnarbe. Genau diese. Es war vorher eine gute Vorderradnarbe, die, glaube ich, vom Werk aus schon nicht ganz in Ordnung war. Es war immer so ein Quietschen und Klackern dran. Die wurde getauscht gegen die Shinamo, neu eingespeicht und jetzt wieder alles gut, oder? Ja, und seitdem hält die. Sonst noch was passiert? Motor war defekt. Naja, defekt war es nicht, sondern ein Rückrufaktion. Wurde getauscht, hat ein paar Tage gedauert, aber auch das war okay. Genau, und seitdem läuft alles super. Ohne Probleme. 18.000 Kilometer, sagt alles. Bei 18.000 Kilometer, schauen wir mal den Verschleiß an. Wie viele neue Bremsen hast du? Was ich auch nicht wusste und Enrico auch nicht vorher, hier haben wir eine 4-Kolben-Bremse. Serienmäßig. Auch nicht schlecht, oder? Eine. Hinten. Oh. Bremsen neu oder nur Bremsbeläge? Bremsbeläge. Was hast du sonst noch neu? Kette, Zahnrad. Nee. Nicht Zahnrad. Ritzel, Kassette hin. Kassette. Das dreimal ist gewechselt bei 18, fast 19.000 Kilometer. Also fast immer 5.000, 6.000 Kilometer gehalten. Sonst noch was getauscht an Verschleiß? Reifen. Reifen. Du hattest jetzt den Schwalbe Johnny Watts drauf. Und ich glaube, beim ersten Video hattest du den Marathon Plus. Genau. War nicht so gut? War nicht so gut. Marathon Plus, höchste Stufe an Pannensicherung. Aber leider trotzdem eine Panne gehabt. Schauen wir hier uns mal die Profil von dem neuen Reifen auf. Ich glaube, du hast auch mehr Grip, ne? Ja. Guck mal, der hat, ja? Ja, ja. Der hat schon 1000 oder 2000 Kilometer gelaufen. Und guck mal, sieht immer noch aus wie neu. Auch hinten. Schau mal, hinten. Hinten, genauso. Da schauen wir doch glatt. Genauso. Kommen wir nochmal zum Akku. Wie lange hält der Akku jetzt noch nach 18.000? Merkst du da einen Unterschied? Nicht wirklich, gar keinen. Nö, nicht. 9. Also 18.000 Kilometer gefahren, dementsprechend oft geladen. Genau. Und der Akku ist immer noch wie am ersten Tag, oder? Ja. 150, 160 Kilometer in Öko. Was will man dazu sagen? Perfekt. Turbo. 91. 95 Kilometer. Genau, da haben wir auch ein Video zu gemacht, wo wir die gefahren sind. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Aber wir leben im Flachland. Genau, und kein Gebirge, kein nichts. Genau. Nur starken Gegenwind, aber richtig starken Gegenwind. Mhm. Meistens, eigentlich immer. Immer. Was ist neu? Hier, guck mal, den siehst du da auf dem Spiegel. Die Griffe. SQLab 702 mit den Bars. Neu. Warum? All die Griffe scheiße? Ja. Eindeutig ja. Mehr Komfort jetzt. Fahrkomfort. Man fährt gut. Man kann die Finger hier, Arme so machen. Alles perfekt. Dann sehe ich hier noch SQLab Lenkrad. Du bist ein SQLab-Fan. Nein. Ist halt gut, ne? Auch neu. Ergonomisch deswegen neu. Gehe ich mal von aus. Richtig? Richtig. Jetzt kommt das Wichtigste. Schau mal hier. Das schöne Schutzblech aus Aluminium. Rücklicht nicht original angebracht, aber sind hier zwei Punkte. Sieht absolut nicht hingefuscht aus. Rücklicht, Gepäckträger, alles noch
so wie man es haben möchte. Ein bisschen verkratzt, aber es sieht daran, weil hier die Taschen aufliegen. Aber ich glaube, das ist der normale Verschleiß. Ist doch eine klare Empfehlung, die Schutzbleche, oder? Ja. Das ist... Daumen hoch. Würde ich nur empfehlen. Kosten zwar ein bisschen was, aber besser als... 70 Euro. Ja, aber besser als Kunststoff. Ja. Also wenn jemand die haben will, das ist die vom Focus Aventura, passen auch auf einen Cube drauf. Gibt es am Fahrrad irgendwas, was du nicht so gut findest und was mich oder beziehungsweise alle interessiert? Das Fahrrad hat 20.000 gelaufen, sieht eigentlich noch wie aus wie neu, fährt sich noch wie neu, Akku noch wie neu. Alles wie neu. Ich hätte eigentlich, ja. Würdest du Cube empfehlen? Cube würde ich auf alle Fälle wieder empfehlen. Würde ich auch sofort wieder kaufen. Ein paar Änderungen machen, dass man gut sitzt und so und weiter und so fort. Aber sonst... Also eine klare Kaufempfehlung, ja oder nein? Ja. Preis-Leistung, perfekt und was ich gesagt habe, genau. Genau. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Eigentlich nur abonnieren nicht vergessen, das Video liken, kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt rein. Wir oder er beantworten dir gerne alle Sachen über dieses Fahrrad. Es gibt weitere Videos, weitere Reisen mit uns. Das ist Enrico, ich bin Frank. Tschüss. Tschüss. Warte mal, ich mach mal meinen Motor aus. Der Vogel kommt wieder. Der ist damit gemeint. Nimmst du auf? Nein. 3, 4. Warte, warte. Zieh mal aus. Hinten ging das nicht, also der Bremse.